ist ein Hühnerstall aufgebaut? Wir sehen hier die Hühner in zwei Ebenen laufen. Die Ebenen sind beide gleich aufgebaut. Es gibt einmal das Rost, auf dem sich die Hühner bewegen können, frei durch den ganzen Stall hindurch. Hier erfolgt auch die Kotablage. Der Kot fällt durch das Rost auf ein Kotband. Der Kot wird einmal in der Woche abgefahren zu einer Biogasanlage. Dann befinden sich hier die Futterketten, die sechsmal am Tag laufen und die Hühner mit frischem Futter versorgen. Dahinter befinden sich die Tränkelinien. Den Hühnern steht hier uneingeschränkt den ganzen Tag Wasser zur Verfügung. Zur Eiablage zieht sich das Huhn gerne in einen ruhigen Raum zurück. Da gibt es die Nester, die vorne ein bisschen verdunkelt sind mit einer Folie. Im Nest befindet sich eine weiche Matte. Das Huhn kann sich hier zurückziehen, das Ei ablegen. Und was genau bedeutet Freilandhaltung? Der Aufbau in den Ställen ist in ganz Deutschland bei der Freilandhaltung, bei der Bodenhaltung und bei der Biohaltung gleich. Also es ist immer das Prinzip Nest, Futterversorgung, Tränkelinien. Der Unterschied bei dieser Haltungsform ist jetzt, dass die Hühner ab 10 Uhr nach der Eiablage nach draußen ins Freie können. Also bei der Freilandhaltung gehen die Hühner 365 Tage im Jahr nach draußen. Bei der Biohaltung gibt es einen Unterschied. Denen muss nur ein Drittel des Lebens der Zugang zum Freiland gewährt werden. Warum legen manche Hühner braune Eier und andere weiße? Generell ist das genetisch bedingt, ob ein Huhn jetzt ein braunes oder ein weißes Ei legt. Aber bei den Züchtern gibt es eine Faustregel: Wenn ein Huhn ein rotes Ohrläppchen hat, kommt ein braunes Ei heraus. Ein Huhn legt in der Woche 6 Eier. Wir bekommen die Hühner mit 17 Wochen von einem Jungkennenaufzüchter. Die Hühner fangen in etwa in der 22. Lebenswoche an, ihre Eier zu legen und verbleiben bei uns circa ein Jahr, eineinviertel Jahre bis zur 80. Lebenswoche. Hier befinden wir uns in dem Wintergarten. Das ist der Bereich, den das Huhn zuerst aussucht, wenn es aus dem Stall rauskommt, um dann ins Freie zu gelangen. Und wozu dient der Wintergarten? Einmal, dass die Hühner, falls draußen Wildvögel fliegen, wieder geschützt zurücklaufen können und hier Schutz suchen können. Dann, wenn es schlechtes Wetter gibt, zu viel Regen, können sie sich auch hier drin aufhalten. Und was sehr wichtig ist, wenn es so wie im letzten Winter eine Geflügelpest gibt, haben die Hühner noch ein wenig Zugang zum Freibereich, weil das ist nur durch Netze zum Freilauf getrennt. Und was passiert mit den Eiern? Vom Nest rollen die aufs Eierband und werden dann mit dem Förderband hier vorne in den Vorraum verbracht. Hier sortiere ich dann Schmutzeier und Knickeier aus. Die Eier werden hier gestempelt, auf Lagen gesetzt und die Lagen werden in einen Container verpackt, der von der Packstelle jeden zweiten Tag hier abgeholt wird. In der Packstelle werden die Eier dann nach Größen sortiert. Was verbirgt sich hinter dem Zahlencode? Auf dem Ei steht als erstes die Haltungsform. Das ist in diesem Fall eine 1 für die Freilandhaltung. Die Bodenhaltung hat eine 2 und die Biohaltung hat eine 0 davor. Dann kommt das DE für Deutschland. Als nächstes kommt die 03, das steht für Niedersachsen. Die 5 steht für den Regierungsbezirk Weser-Ems. Und die 410, das ist unsere Betriebsnummer. In diesem Fall steht am hinten eine 2, weil das hier der Stall Nummer 2 ist. Was frisst ein Huhn? Ein Huhn frisst am Tag ca. 130 Gramm Legefutter. Dieses Legefutter besteht aus Weizen, aus Mais, aus Soja, Schrot. Dann ist dem Futter zugesetzt Mineralstoffe, hier vor allem Calcium für die Eischale, Vitamine und Spurenelemente.